Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Frau Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen im Haus und auf der Galerie und zu Hause. Es geht hier um das Jugendgerichtshofgesetz, aber auch um die Strafprozessordnung, und ich wollte eigentlich etwas dazu sagen, aber ich muss meine Rede etwas umstellen, weil ich muss schon einmal auf die Abgeordnete Yildirim von der SPÖ replizieren, die gemeint hat, sie findet das komisch oder was, ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt haben, oder sonderlich oder sind verwundert, dass sich hier so viele FPÖ-Abgeordnete zu diesem Thema melden. Da muss ich schon eindeutig sagen, Frau Abgeordnete, Sie wissen doch, dass die FPÖ die Sicherheitspartei Österreichs ist. Natürlich melden wir uns zu einem Thema, wo es um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher geht. Ich meine, das ist ja wirklich eigentlich wirklich komisch. Gestern die ehemalige Mieterpartei oder Wohnpartei SPÖ. Mittlerweile haben wir auch die FPÖ euch dieses Thema ja weggenommen, weil wir viel bessere Wohnpolitik machen als ihr. Aber gestern haben sich bitte 5 Abgeordnete der SPÖ zum Wohnen gemeldet. Na, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das ist für euch ein wichtiges Thema. Deswegen habt ihr euch gemeldet. Und deswegen melden wir uns heute, wenn es um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher geht. Und meine sehr verehrte Kollegin Yildirim, Sie wissen ganz genau, Sie haben von Rechtsstaatlichkeit gesprochen. Rechtsstaatlich ist es ja nur, wenn ein unabhängiger, weisungsfreier Richter Jugendlichen einen Auftrag gibt, eine Weisung gibt, jemand anderer darf das nicht. Und es ist genau in der Strafprozessordnung und im Strafprozessordnung ist ja genau festgelegt, dass Richter so etwas können. Die können nämlich Weisungen geben. Uns geht es nicht darum, bitte 12-Jährige einzusperren in ein Gefängnis mit Erwachsenen, wo sie vielleicht ihre kriminelle Karriere starten. Nein, es geht darum, auch schon 12-Jährigen, die heute schwere Verbrechen begehen und wenn sie auch nur anfangen, kleine Verbrechen zu gehen, ihnen Weisungen geben zu können, dass sie sich nämlich zum Beispiel einer Gewalttherapie unterziehen müssen, einer Drogentherapie unterziehen müssen, ich weiß schon, dass die Grünen das vielleicht gern selber machen würden, aber in Österreich gibt es ja immer Rechtsstaatlichkeit und es kann nur der weisungsfreie, unabhängige Richter, der kann Sie nur zu Zwangsmaßnahmen verpflichten, jemand anderer kann es nicht, Frau Kollegin, Sie können das auch gerne nachlesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss meiner Rede und ich möchte eines sagen. Wir sprechen hier immer mehr von Opferschutz und das ist wichtig. Aber den Freiheitlichen geht es darum, dass wir überhaupt keine Opfer mehr haben. Und daher sagen wir, Österreich sagt Ja und Ja heißt jetzt abschieben.